Und damit ein herzliches Willkommen und Hallo zum wahrscheinlich Finale von Let's Play Infamous 2. Ich bin es, euer MC Muffix, und wir widmen uns nun dieser vielleicht epischen Mission aller Zeiten, Leute. Das Ende ist da, die Bestie ist in New Marais. White, unser guter Freund aus Infamous 1. Okay, halbwegs Freund. Wir haben ihn irgendwie nicht so lange gekannt, bevor er hier von der Strahlenkugel aufgesaugt worden ist. War die Bestie. Sein Plan ist es, die Menschen in Conduits zu verwandeln. Und also die, die das Conduit-Gen haben. Und alle, die es eben nicht besitzen, müssen sterben. Doch ist es wirklich die einzige Option? Denn eigentlich haben wir gesehen, dass die Menschen, die eben die Seuche haben, die ja in Empire City entstanden ist, dass die Menschen, die eben haben, sterben. Niemand hat bis jetzt die Seuche überlebt, und ist das dann vielleicht nicht einfach die beste Lösung, alle Menschen, die eh schon dem Tode verdammt sind, zu opfern für die Conduits, die eine Chance haben zu überleben? Ja, Leute, das ist eine schwere Frage. Sollen wir das tun oder sollen wir den SFI benutzen und John töten? Weil möglicherweise, das ist nämlich die andere Seite der Medaille, möglicherweise tut das FSI auch die Seuche heilen. Wir haben ja gehört, dass das SFI ein Strahlenfeld-Inhibitor ist und eben die Kräfte der Strahlenkugel absorbieren kann, also des Strahlenfeldes, und dadurch die Seuche möglicherweise heilen kann. Ob das stimmt, wissen wir nur leider nicht. Wir haben gesehen, Johns Methode funktioniert, das haben wir am eigenen Leib gesehen. Doch wie sieht es eigentlich da mit der anderen Methode aus? Wir wissen nicht, ob das SFI wirklich die Menschen heilt oder ob am Ende dann einfach nur die Menschen noch da sind und dann die letzte Hoffnung gestorben ist, nämlich mit John. Leute, eine schwere Entscheidung. Ich weiß nicht, was wir tun werden. Wir müssen erstmal abschauen. Wir müssen uns jetzt erstmal mit unseren Freunden nochmal beraten. Davor machen wir hier nochmal die Eissoldaten alle. So, okay, der war nicht so gut. Draufgehauen. So, ja, Leute. Wir müssen uns jetzt nochmal mit unseren Freunden treffen, und ich glaube, das habe ich noch nicht gesagt. Im letzten Part, da gab es so ein kleines Gespräch zwischen hier Sieg und Cole. Und da haben sie ja so gesagt, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Und im Englischen heißt es so cool, half as long, twice as bright. Und also im Englischen kriegen hier überhaupt alle, also gibt es hier so viele Zitate, die funktionieren im Deutschen nicht ganz so gut. Aber im Englischen kriegen die halt immer so alle so geil. Aber trotzdem, das Spiel ist auch super. Leute, also wie gesagt, half as long, twice as bright. Das, glaube ich, ist das Motto, unter was die finale Mission entsteht. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt, Leute. Entweder wir wagen es und vertrauen John, oder wir wagen es, John zu töten und hoffen, dass der SFI die Menschen heilt. Leute, wie auch immer, wir werden uns jetzt der finalen Mission von Infamous 2 widmen. Glaub mir, Infamous 2 habe ich nicht ohne Grund als das beste Spiel dieser Konsolengeneration angehypt. Jetzt kommt das beste Ende, was ich, glaube ich, in meiner gesamten Videospielgeschichte gesehen habe. Dort sind Kuh und Sieg und Nyx stößt auch noch zu uns. Sie schaut noch nach ihren Sumpfmonstern, die im Flattern sind und von der Bestie angegriffen worden sind. Und vielleicht haben noch einige überlebt, aber ich bezweifle es. Leute, nun starten wir mit dem Finale. Die letzte Entscheidung. Es war schlimm. Es war so schlimm, Cole. Du hast es geschafft. Hör zu, die Sache läuft nicht ganz so glatt wie gedacht. Die Bestie ist jemand, den ich mal gekannt habe. Ein Conduit namens John White. John ist am Leben? Ja. Aber was er tut, ist auf keinen Fall Massenmord. Er nutzt seine Kräfte wie eine Strahlenkugel. Er aktiviert potenzielle Conduits, um sie zu heilen. Aber er tötet die Menschen, die nun mal keine Conduits sind. Er will, dass ich ihm helfe. Helfen? Dein Freund hat meine Babys getötet! Ich weiß. Dann tu doch was dagegen, Cole! Werde ich.
Oh mein Gott! Ich bin gestorben, ich hab's gespürt. Er ist nicht losgegangen. Er war nicht mal voll geladen. Verdammt, was hast du getan, Sieg? Was sollte ich denn tun? Ist er kaputt? Was weiß ich? Lass mich mal sehen. Worf hat gewusst, dass das passiert. Er wollte, dass ich sterbe. Also, davon hatte ich keine Ahnung. Wenn ich das Ding benutze, wird es uns alle töten. Alle Conduits, nicht nur die Bestie. Tust es nicht, sterbe ich. So wie Millionen andere. Sieg, wir wissen nicht, ob der SFI die Seuche heilt. Johns Methode klappt. Ich hab's gesehen. Nur er kann es schaffen, dass das hier irgendjemand überlebt. Mir ist egal, was mit mir passiert. Alles, was ich will, ist, dass die Bestie stirbt. Du musst dich also entscheiden. Und zwar jetzt. Wirst du die Bestie töten? Dann steh zu deinem Wort. Also, Johns Plan ist auf keinen Fall schön. Das stimmt. Aber er hat recht. Die Conduits sind immun gegen die Seuche. Er muss so viele wie möglich davon machen, bevor noch mehr Kranke sterben. Denk mal daran. Nicht zu glauben, dass Kuo die Nerven verliert. Egoistisch wird. Sieg. Kriegst du den hin? Na, das will ich mal hoffen. Okay. Dann los. Du Gott, lass mich los! Das werdet ihr alle noch bereuen! Sie macht uns Ärger. Wir haben ernstere Probleme. Der SFI ist nicht vollgeladen. Nicht ganz. Umfassend. Geh mal her. Nein. Siehst du die Bruchstelle? Hier? Das ist der Energieregler. Ohne ihn verbrennt das Ding. Ist nicht das Ende der Welt. Naja, eigentlich schon. Aber ich habe eine Idee. Zeit läuft uns weg, Sieg. Okay. Ich glaube, wir haben's. Ich bin sicher, diese Dinger werden schnell anlaufen. Laden Sie ihn. Das hoffe ich doch. La Roche hat noch ein paar in der Stadt verteilt. Das ist doch ein Scheißplan. Ich weiß. Zu wenig Zeit, Mann. Okay. Wenn der SFI bereit ist, drücke ich den Knopf. Danach bleibt keine Zeit mehr. Okay, Leute. Diesmal übernehme ich das Laden. Gib mir Deckung, Dämon. Tue ich doch immer. Das Ende ist da, Leute. Wir wissen nun, was der SFI macht. Er tötet uns. Er tötet hier Cole, er tötet Kuh, er tötet alle Conduits. Leute, wir haben uns dafür entschieden, das Gute zu tun und die Menschheit zu retten und hoffen nun, dass der SFI wirklich funktioniert. Ansonsten sieht es sehr schlecht für die Menschheit aus. Denn wir werden danach nicht mehr da sein, um etwas zu machen. Wir werden mit dem SFI, der Bestie, hoffentlich sterben. Denn das ist die einzige Chance. So Leute, wir müssen hier auf La Roche und sein Boot und die Bestie anlocken. Du solltest nicht ins Wasser fallen. Du hast was zu tun. Sehr aufmerksam. Danke. Die Bestie ist unterwegs zur ersten Station. Meine Leute halten ihn so lange auf, bis wir da sind. Aber kann man die Bestie wirklich aufhalten?
Das ist eine gute Frage, Leute. Ich wollte nur mal erwähnen, die beste Musik, Leute. So traurige Szene hier. Sieg und Cole verabschieden sich. Die Musik, die da lief, wunderschön mal wieder. Ich sag's immer wieder. Und wir fahren jetzt mit unserem Booten hier nach Gasworks. Und dort schießen sie schon auf die Bestie. Dort hinten ist sie schon wieder. Wir sind wohl zu spät dran. Verdammt, ist der groß. Ich kann von hier aus die Station sehen. Lade den SMG auf, bevor er rankommt. Bin schon da, Mann. Zu spät, Mann. Ah, er folgt dem SFI. Zurück zu den Schiffen. Dreh das Ding um. Los! Feuer! Feuer! Raus hier, ihr zwei! Cole, wir müssen los! Sie kommen mit uns. Ich soll meine Männer zurücklassen? Na los! Wir schwenken! Das war LaRoches Schiff. Auf Wiedersehen, mein Freund. LaRoche hat sich geopfert. Ich glaube, ein Ende könnte nicht mehr ein Ende sein, Leute. Selbst unser Freund hier, LaRoche, der Anführer der... das war sehr knapp. Der Anführer der Rebellen ist nun tot, Leute. Die Bestie hat nicht mal vor ihm Halt gemacht. Und wir konnten sie nicht aufhalten, Leute. Ein weiteres Opfer der Bestie. Und sie folgt uns. Sie will unbedingt in SFI. Denn John weiß, das ist das Einzige, mit dem wir ihr töten können. Ey, Leute, die Musik, die Stimmung, der Himmel... Schau ich den allein schon an. Wir haben die Station verloren. Okay, es gibt ein paar gute in Smart Triangle. Okay, bin unterwegs. Ganz Numeray kämpft, um die Bestie zu zerstören. Dieses Monstrum, Leute. Es ist eine unglaublich geile Mission und ich glaube, ihr wisst jetzt auch, warum ich die so hochhype. Erstmal das Opfer hier von LaRoche und Leute, es wird noch besser. Überhaupt, ich wollte nochmal erwähnen, das fand ich so ein super Moment, einfach wie Kuh, die von der immer gedacht hast, ja, das ist die nette, freundliche, die wird doch niemals Egoistisches machen. Ja, sie hat genau das Gegenteil gemacht. 4 Sekunden, was? Was? Hab ich verloren? Ich hab keine Ahnung. Zumindest selbst sie hat das was komplett Böses getan, hat sich jetzt auf die Seite von John gewendet und will uns nicht helfen, Leute. Wir sind bereit. Okay, denkt dran, es dauert, das Ding anzutreiben. Ihr müsst es beschützen. John konnte den SFI spüren. Er wird ihn haben wollen. Wie willst du vorgehen? Du verteidigst den SFI und ich kümmere mich um John. Sicher? Hallo John, da bist du. Die Bestie steht direkt vor uns, Leute. Und wir müssen sie jetzt erstmal aufhalten und davor verhindern, dass sie nichts angreift, Leute. Ich sage es doch immer wieder, die epische Mission. Wie das Spiel angefangen hat, wird es auch enden. Wir im Kampf gegen die Bestie, Leute. Ach Leute, dieses Spiel. Sie saugt uns an und... hat uns in ihrer Gewalt, aber wir müssen rauskommen. Irgendwie. Sind wir tot? Scheiße, wir sind tot. Okay, das ist nicht so cool, dass uns das jetzt passiert. Das finde ich schade. Störten wir nicht die Epicness an dem ganzen Level, weil das... Ach, das ist so geil, diese Mission. Die Musik, die im Hintergrund läuft, dieses Plight-Theme, was das beste Infamous-Lied eh überhaupt ist aus dem ganzen Soundtrack. So, jetzt machen wir das anders. Wir versuchen... Jetzt kommt hier die Bestie als Musikstück. Das ist noch besser. Das ist auch super. Da werden auch die Milizen angesagt. So, wir müssen es schaffen, da rauszukommen. So, haarscharf sind wir da nochmal rausgekommen. Und dann, jetzt heißt es erstmal weiter hier John angreifen. So, er wirft wieder mit Feuer auf uns. Leute, wo ist er? Oh, Leute. Habe ich zu wenig versprochen, Leute? Zu viel versprochen. Das ist doch einfach der beste Kampf ever. Aber Leute, sie ist stark. Sie ist unglaublich stark. Alter! Okay, das trübt jetzt noch mehr die Epicness, dass ich mich jetzt hier selbst umgebracht habe. So, okay, ein wenig mehr Platz gemacht. Und jetzt lege ich erst richtig los. So, das war Runde 1, das ist Runde 2. Und jetzt lege ich erst richtig los, mein kleiner Freund hier, Bestie. So, er saugt uns wieder an und wir müssen einfach dagegen lenken mit voller Wucht. Das habe ich blöd am Anfang gemacht. Und Leute, diese Mission, sie ist so schön. Sie ist so traurig. Und wie gesagt, ich fand das so einen geilen Soul-Twist. Einfach wie cool. Die immer eigentlich die gut war und nichts von der hatte gedacht, das war die Punkertussi, die Blöde, die eh nur arrogant ist und böse und wurscht ist, was mit anderes, dass sie sich gegen uns wendet, nur um sich selbst zu retten.
Ein super Story-Twist, Leute. So, Niklas Cole. So, erstmal hier alles draufhauen, was wir haben. Und jetzt auch er wieder. Okay, jetzt müssen wir uns wieder verstecken. So, Cole. Kämpft dagegen an. Cole! So, Leute, das war aber zu knapp. Egal, Leute, wir sind irgendwie rausgekommen und wir haben ihm schon viel Leben abgezogen. Natürlich reicht das nicht, um ihn zu töten. Dafür brauchen wir den SFI. Aber wir können ihn immer beschäftigen. So, Leute, du wirst uns nicht aufhalten, Bestie. Und da ist sie geschlagen. Aber wer kommt denn da? Es ist Kuh, Leute. Kuh stellt sich nun gegen uns und will uns töten, Leute. Sie will verhindern, dass wir John besiegen. Sie hat sich mit John zusammengeschlossen, aber cool, tut mir leid. Meine ehemalige Compadros hier. Ey, Leute, auch so ein super Twist, Leute. Kuh, von der man echt teilweise gedacht hat, dass, Alter, so... Ach, die Musik, Leute, ich sag einfach gar nichts. Ich lass das Spiel für sich sprechen. Also, da war wieder das unglaublich epische Theme von der Bestie. Und cool, ich glaube, das war's von dir. So, sie sollte angeschlagen sein und sollte jetzt erstmal abbauen, glaube ich. So, also wie gesagt, Kuh, von der man immer gedacht hat, ja, wir sind so freundschaftlich, wir sind so gut. Sie greift uns jetzt hier an, Leute. Und die Musik. Und das war's von Kuh. Und jetzt geht's weiter, Bestie. Du denkst, das war's schon. Ich habe noch nie mal richtig angefangen. Finde ich irgendwie voll schade, dass es ihm kein Leben abzieht, aber es sieht immer cool aus. So, komm Leute, die Bestie ist angeschlagen, Leute. Es sollte reichen doch, um Nix hier genügend Zeit zu verschaffen, den Generator auszuladen. Und jetzt... Ich werde nicht sterben, Cole. Ich muss das tun. Du musst es nicht, du wolltest es da tun. Aber tut mir leid, Kuh. Ich kann auch von dir keine Rücksicht geben. Denn ich... Cole... muss die Bestie vernichten. Und jetzt Ionensturm. Es reicht nicht, Mann. Das wird nichts, Mann. Nein, das wirst du wissen. Nix! Okay, Nix. Okay. Du bist dran. Sieg. Nix ist tot. Du musst weiter, Bruder. Geh zur Station bei der Kirche. Milizen und Rebellen kämpfen an unserer Seite. Wir alle zusammen. Denn da, dieses Ungetüm, was er ist, betrifft uns alle, Leute. Selbst die Milizen helfen uns jetzt, Leute. Die epischste Mission aller Zeiten. Und Leute, ab jetzt werde ich leise sein und jetzt könnt ihr einfach das Finale genießen. Genießt das wohl schönste, traurigste, epischste Finale aller Zeiten. Das Ende von The Famous 2. Viel Spaß. Sieg. Er ist komplett geladen. Na los, Mann. Drück den Knopf. Nein. Jetzt noch nicht. Oh! Thank you.
schon okay. Nichts ist okay. Du hast dich richtig entschieden. Mann, sogar nichts lag richtig. Ich hab Angst. Und ich auch. Du hast... Wir hielten alle nur den Atem an und sahen, wie ein Monster nach dem anderen umfiel. Ja, dieser SFI funktionierte. Die Nachrichten sagten, dass sogar in Überseeleute umfielen. Die armen Leute waren wohl Conduits, ohne es zu wissen. Aber es musste sein. Denn für die tausenden Toten blieben Milliarden am Leben. Die Seuche, sie war einfach weg. Ich sah die Leute schon feiern. Einfach nur, weil sie am Leben waren. Ich dachte, mein Freund würde als unbekannter Held sterben. Aber hier in New Marais, da wussten sie, was er getan hat. Schon komisch, dass der Dämon von Empire City hier in New Marais Schutzheiliger werden würde. Ich wollte mich allein von ihm verabschieden. Er war mein bester Freund. Und jetzt war er weg. Manche Leute sagen, dass Conduits und Menschen grundverschieden seien. Das ist Quatsch. Denn niemand ist menschlicher als Cole McGrath. Ich liebe dich, Bruder. Und ich werde dich vermissen.
So, Leute, da bin ich wieder. Ach, das Ende von Infamous 2. Ich sage es mal wieder, wir haben Infamous 2 nun offiziell abgeschlossen. Leute, das Ende von Infamous 2. Ich glaube, ich habe nicht so viel versprochen. Das ist so... Oh, dieses Ende, das ist so traurig, echt. Also, das erste Mal, wo ich gespielt habe, da musste ich mir echt eine Träne wegdrücken, weil das war... Oh. Also, wenn da nicht so ein merkwürdiger Typ ist, der alles kommentiert, dann ist es auch nochmal einiges nochmal härter. Und also, Leute, ich fand das Ende damals so schön und so traurig. Und ja, Leute, Infamous 2, ich habe schon, ich sage es immer wieder, mal das Spiel mit Deus Ex Human Revolution, mal der, meines Erachtens dieser Konsolengeneration, also der letzten Konsolengeneration, muss man ja sagen. Eins meiner absoluten Lieblingsspiele und ein Top 10 Spielen überhaupt, die ich jemals hatte. Ich würde sogar sagen, unter den Top 5 Spielen. Ich liebe dieses Spiel und das Ende hat es halt jetzt nochmal gezeigt. Ich war ja nochmal leise am Ende, weil man hier den coolen Song Fade Away von der Band Blackheart Procession, wieder mal auf meinem anderen Kanal zu sehen, zu hören bekommt. Dann noch ein bisschen mit mehr Vocals. Hier wurde irgendwie viel rausgeschnitten, weiß auch nicht warum, aber egal. Zumindest ein sehr trauriges Ende, Leute. Cole hat sich geopfert, die Strahlenkugel aktivieren und die Seuche geheilt. Alle Conduits sind gestorben auf der ganzen Welt, doch dafür würde die Seuche, die die Menschheit sonst ausgelöscht hatte, eliminiert. Und Cole hat nun, ich würde sagen, Märtyrer, könnte man schon fast sagen, gehabt. Na wohl, stimmt nicht so ganz. Märtyrer sind irgendwie immer böse, aber egal. Zumindest er hat sich geopfert und ja, ist nun zum Helden von Numeray geworden. Ich glaube, ihr habt es ja jetzt selber gesehen, warum ich Infamous 2 so hochhype. Grafik, super. Super, eins der schönsten Spiele, die ich jemals gesehen habe. Jetzt sollten wir nochmal ins Spiel reinkommen und können halt nochmal irgendwas machen. Glückwunsch, Sie haben Infamous 2 erneut abgeschlossen. Wir haben die Uhr vor dem Zeitpunkt, vor der finalen Wahl zugedrückt. Alle zuvor nicht abgeschlossen, die müssen weiterhin verfügbar. Außerdem gibt es neue benutzergenerierte Rente. Da Sie beide Seiten der Kammer, Geschichte abgehalten, können Sie jetzt unabhängig der Ihrem Kammerstand an alle potenziellen Kräfte von Cole zugreifen. Die Sechse gehen teilweise immer so schwer weg, schnell weg und, ja okay, der geht jetzt aus Prinzip nicht schnell weg, aber egal. Ich zeige jetzt noch ein bisschen die anderen Kräfte, also, und ich will dann noch ein bisschen labern, Leute. Also, Infamous 2, ich liebe dieses Spiel, Grafik, super. Stadt Numeray ist so geil designt, man kann so viel Krempel hier in dieser wunderschönen Stadt machen und das liebe ich, Leute. Und jetzt haben wir die ganzen Kräfte erhalten, die wir, wenn wir böses Karma bekommen hätten, erhalten haben. Finde ich persönlich alle scheiße und ich mag die bösen Kräfte auch nicht. Außer die Napalmgranaten, die sind derbe geil. Und ja, zumindestens... weiter, was ist an Infamous 2 der Soundtrack? Ich erwähne ihn immer wieder. Meines Erachtens einer der besten Soundtrack, die es überhaupt gibt, wirklich. Der ist so geil einfach, so wunderschön, so super gut. Machen wir weiter. Die ganzen Karma-Entscheidungen sind... echt super. Leute, also die letzte Karma-Entscheidung ist halt einfach nochmal top-notch. Nix. Von der du immer gedacht hast, sie ist die Böse. Sie ist es egal, was aus dem Menschen wird. Sie hat am Ende
die richtige Entscheidung getroffen und wollte die Menschen retten. Ich zeig jetzt hier übrigens den Vorsprung, der ist eigentlich ganz nice, der kostet nur viel zu viel Energie. Also ansonsten wäre der echt geil, also man kann hier so super gut Abhänge überspringen, aber ihr seht, es kostet relativ viel Energie. Spiker ist lustig, damit kann man diese kleinen Sumpfmonster, diese Spuckviecher beschwören. Die sind echt ganz praktisch. Machen wir uns eine Armee aus Spuckviechern. So, es gehen aber nur eine bestimmte Anzahl. Ja, wollen wir weitermachen, warum Infamous so schön ist. Wie gesagt, die Entscheidungen waren ultra gut. Im Gegensatz zu Infamous 1, was ich da oft halt bemängelt habe, ist, dass die Entscheidungen sehr schwarz-weiß sind. Okay, da ist Essen und du kannst das Essen behalten oder nicht. Und es wurde gegen Ende, wurde es jetzt so gemacht, dass das Ende wirklich, also dass die Entscheidungen wirklich nicht gut, nicht schlecht sind. Es sind grau. Das, was ich am Mass Effect so liebe, dass einfach Entscheidungen wirklich anders sind. Dass sie auf einem ganz anderen Level sind, hier wie in Infamous 1. Wo halt, wie gesagt, die sehr plakativ einfach nur waren. Ich möchte jetzt wieder meinen Eisprung haben. Und das liebe ich halt auch an diesem Spiel so. Ja. Und machen wir weiter. Was gibt es noch Schönes zu sagen? Story, ich glaube, man muss nicht sagen. Cooler Charakter, der unglaubliches Charakterentwicklung einfach im Endeffekt hatte. Von der guten Person zur bösen entwickelt und am Ende dann sogar uns mit John bekämpft. Nix, die immer die Punker-Tussi war und ja, hat uns am Ende hier geholfen. Sieg E, der vom Verräter in den Famous 1 zu unserem wirklich wieder besten Freund angewachsen ist. Super. Ich weiß echt nicht, was ich noch sagen soll, Leute. Ihr habt es doch alles gesehen. Schönes Deutsches. Ich sag immer wieder, das mit Q finde ich ist einfach das Genialste. Q, von der du immer gedacht hast, ja, da könnte irgendwie sowas laufen zwischen ihr und Cole. Immer hast du gedacht, ja, oh gut, da irgendwie vielleicht so ein Ersatz für Trish. Nein. Am Ende stellt sie heraus, sie ist die Böse. Und ja, ihr ist das eigene Wohl wichtiger als die Menschheit. Und Leute, ich weiß echt nicht, was ich jetzt noch so sagen soll. Es ist das beste Spiel dieser Konsolengeneration, das ist für mich keine Frage. Es gibt überhaupt wenig Spiele, die noch davor stehen. Ich liebe dieses Spiel. Ich, wie gesagt, ich habe jetzt sehr wenig Nebenmissionen gespielt. Deshalb sind wir auch bei nicht so vielen Parts. Aber ich meine, ihr seht es, wir haben hier noch so viele Nebenmissionen. Wir könnten noch alle Scherben sammeln. Wir könnten noch die Tauben holen. Es gibt noch so viel zu tun. Wenn ich das Spiel nicht durchgespielt habe, könnte man es noch auf böse durchspielen. Es ist so unglaublich gut. Und jeder, der eine PS3 hat und eine Famous 2 nicht hat, den kann ich echt nicht verstehen, weil es das beste PS3-Spiel ist. Leute, wir werden noch eine kleine Sache machen. Und zwar, wenn ich hier aufs Spiel laden gehe, ich speichere lieber erstmal davor. Die letzte Entscheidung überspeichere ich mal gerne. Ich wollte es nicht erspeichern. Ach, egal. Wir werden uns in dem Bonuspart werden wir uns noch hier die bösen Cutscenes anschauen, denn ich habe ja schon öfters erwähnt, ich bin auf Spiel laden und nicht auf Spiel speichern, weil beim letzten Infamous habe ich alle meine guten Speicherstände überladen, das war nicht so gut. Ihr seht es hier, ich muss gerade schauen, ich weiß nicht, was mein böser Safe-Game war, hier seht ihr, ich habe eh alles eingesammelt, also, zumindestens, ich glaube, ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung, 20.01. 2014? Das müsste es sein. Zumindest wir werden uns in einem Bonuspart werden wir uns noch die ganzen bösen Cutscenes anschauen, sowie das finale Ende nochmal durchspielen. Wir können das ja, also die Cutscenes, es gibt ja bestimmte Cutscenes, die böse anders aussehen. Ihr habt doch geladen. Müsst mir sagen, dass ich jetzt gespeichert habe. Ach so. Ah, jetzt sind wir hier drin. Okay, jetzt können wir überspeichern. Dass wir eben die bösen Cutscenes uns nochmal anschauen, weil, wie gesagt, die Cutscenes ändern sich teilweise, wenn es da böse gibt. Und wir werden das Ende sicher nochmal neu spielen, Leute. Denn, oh verdammt, das ist auch ein guter Safe-Game. Wenn ich's finde, werden wir das machen, aber Leute. Eine Sache jetzt noch. Wir haben ja jetzt Infamous 2 abgeschlossen und stehen jetzt kurz davor in Infamous. Was habe ich denn da für ein Safe-Game geladen? Komplette Schwachsinn. Das war mein aktuelles Safe-Game. Habe ich das jetzt echt überspeichert? War ich so blöd? Scheiße! Oh! Ich wusste es. Jetzt habe ich noch ein anderes Savegame überspeichert. So, jetzt seht ihr einfach, wie scheiße dieses Spiel ist. Egal, Leute. Zum Glück habe ich jetzt 20.000 Savegames. Hoffe ich. So, da soll dein sein. Und wie gesagt, wir werden uns die anderen die anderen Enden nochmal anschauen. Und ich möchte jetzt aber noch was zu Infamous Second Son sagen. Das wird ja danach kommen. Und
Natürlich werden wir das dann auch noch durchzocken. Ich freue mich schon sehr. Ich bin nicht so sicher, ob mich das Spiel so überzeugen wird wie hier in Famous 2. Ich habe jetzt echt meinen geilen, bösen Savegame überspeichert. Ich bin so ein Spacken. Ich glaube, ich habe das echt gemacht. Ich bin so cool, ich bin so cool, ich bin so cool, ich bin so cool, ich bin so cool. Es ist mir aber letztes Mal bei Infamous 2 passiert. Infamous 1 passiert. Und hier ist es mir passiert. Ich hasse dieses Spiel. Nein, ich will nicht speichern, du blödes, hässliches Spiel. Möchtest du speichern? Nein. Ich möchte nur laden. Und ich bin mir echt nicht sicher, ob das Spiel Infamous 2 hier toppen könnte. Ich meine, ich habe gesehen, warum Infamous 2 das beste Spiel aller Zeiten ist, meines Erachtens ist. Und ich denke, das ist euch allen deutlich geworden. Es ist so gut, Leute. Es ist so super gut. Und ich denke, ihr wisst jetzt auch, warum. Ich glaube, ich habe echt mein böses Savegame überspeichert. Ich hasse mich dafür. Aber das ist jetzt auch was. So, ich glaube, wir werden die Bösen, das Böse ändern uns doch nicht anschauen, weil ich das hier echt überspeichert habe. Ich bin so ein Spacken. Es ist auch nicht so schlimm. Es ändert sich jetzt auch nicht so viel daran. Zumindest, Leute, in Infamous Second Son werden wir dann Delson Row spielen und andere Ereignisse uns anschauen werden. Was da passieren wird, weiß ich selbst noch nicht. Ich kenne das Spiel auch noch nicht. Aber zumindest seid bereit auf das erste PS4-Let's Play, was wir hier eben dann haben werden. Und ich bin schon gespannt. Und ich hasse mich dafür, dass ich das falsche Safe-Game überspeichert habe. Wie kann man so ein Spacken sein? Ich hasse mich. Egal. Ich verabschiede mich jetzt, bevor ich hier noch weiter in den Inventars rumkrumple. Und ich würde sagen, Leute, ich bin es, war's und werde es immer sein. Euer Dem Simmerfix. Wir werden uns bald wieder in einem neuen Let's Play Projekt sehen. Die beste Ninja Numerals. Ach, das ist ja schon lange her. Und ich würde sagen, wir sehen uns. Ach, das ist mein böses Savegame. So, ich habe doch nochmal irgendein böses Savegame gefunden. So, das passt ja. So, hier, so sieht man übrigens aus, wenn man böse ist. So, das ist zwar nicht ganz das Savegame, da müsste ich jetzt nochmal das Ende spielen, aber das ist ja wurscht. Und ich würde sagen, Leute, im nächsten Projekt geht es dann nach Seattle und dort werden wir Delson Row spielen. Ich verabschiede mich. Ich war's, euer MC Mafix. Und wir sehen uns hoffentlich in einem anderen Projekt mal wieder. Auf Wiedersehen, haut rein, ciao.